es auch rückblickend richtig war, damals diese Stimme so mahnend zu erheben, wie ich sie erhoben habe. Das will ich auf dieser Stelle sagen. Das sage ich um Himmels Willen nicht aus eitler Selbstgerechtigkeit, sondern auch vor dem klaren Bewusstsein oder mit dem klaren Bewusstsein, mich zumindest bei einer Frage nicht durchgesetzt zu haben. Aber wenn man bei einer Frage scheitert, dann sollte es immer wieder auch Anlass sein, es nicht als ein Scheitern zu sehen, sondern als einen Auftrag, es bei den anderen Punkten dieses Denken wiederum anzulegen. Und dann wiederum anzulegen. Und das kann auch gelingen. Und auch das ist ein Teil politischen Handelns und Denkens, dass wir uns, glaube ich, insgesamt ein Stück weit mehr leisten können, dass man nicht immer nur kategorisiert nach bei dem Punkt gescheitert, deswegen nichts mehr maßgeblich, sondern es wieder zu versuchen, nochmal sich hinstellen, erneut die Dinge zu vertreten, wenn man der Überzeugung ist, dass es richtig ist. Da kann man wieder scheitern, das mag so sein, aber man kann vielleicht auch den einen oder anderen überzeugen, einen solchen Weg dann mitzugehen und weiterzugehen. Und manches, was sich im Zuge des Scheiterns bei der Geschichte Opel dann ergeben hat, war dann Ausfluss des Denkens, das man damals dort angelegt hatte. Und das ist dann meistens sehr still und leise geschehen, ohne den ganz großen Rummel, der dann darum herum eine Rolle gespielt haben könnte. Von daher, meine Damen und Herren, die Krise ist nicht überwunden. Sie ist an einem Punkt angelangt, wo das Schlimmste durchgestanden ist, aber wo wir uns einen klaren Blick bewahren müssen und wo wir, weil ich vorhin die Haushalte benannt habe, Rückwirkungen etwa bei den Bundeshaushalten erst ab dem Jahr 2011 fortfolgende spüren werden. Und das wird ein Zeitpunkt sein, wo die Arbeitsplätze als solche oder die Arbeitsplatzmöglichkeiten wieder positiv sich entwickeln, wo an der einen oder anderen Stelle manche sagen, wo das Wirtschaftswachstum noch mehr anspringen könnte, als es derzeit ja auch schon angesprungen wieder ist, und wo manch einer denkt, wie kann es sein, dass der Bund in dieser Phase nichts geben kann oder nicht handeln kann. Und das sind dann die Folgen einer Krise, die sich 2-3 Jahre vorher abgespielt hat. Und das ist ein Rhythmus, den man auch im Blick haben muss und wo man, glaube ich, sehr offen damit umgehen muss. Also auch hier bleibt für alle, die in diesem Geschäft tätig sein dürfen, über alle Parteigrenzen hinweg, der Maßstab der Vernunft das Gebot der Stunde. Ich glaube, wir haben eine gute Chance auch mal darin, meine Damen und Herren, dass wir mal ein Jahr haben, wo wir nicht diesen grauenvollen Wahlrhythmus haben, wie er uns im letzten Jahr angesucht hat. Wir waren mit 17 Wahlen im Jahre 2009 nicht unbedingt in einer Situation, wo man schlüssig von einer Wahl zur nächsten gehandelt hätte. Das war meine diplomatische Form des Ausdrucks, das Ganze zu beschreiben. 17 Wahlen verleiten natürlich dazu, nur von einem Wahltag zum nächsten zu hecheln. Und wenn man jetzt ein wenig Zeit hat, auch mal diese Gedanken sinken zu lassen und nicht nur mit dem Maßstab, wie bediene ich den nächsten Wahltag, antritt. Und ich hoffe, dass das auch ein Maßstab ist, der gilt für den Mai dieses Jahres, wo wir Nordrhein-Westfalen Wahlen haben. Dass wir uns nicht in ein politisches Szenario oder Halbwahrheiten hineinbegeben des taktischen Verschweigens oder das, was in diesem Lande, glaube ich, auch keiner mehr hören kann, einer Versprechensspirale, die nur das Positive darstellt, sondern die auch mal deutlich macht, was nicht geht, dann wäre schon viel gewonnen. Und diese Chance hat Nordrhein-Westfalen und ich glaube, diese Chance hat gerade dort auch eine schwarz-gelbe Regierung, diesen Stil für diesen Wahlkampf an den Tag zu legen. Ich rufe das laut dorthin, es möge erhört werden. Weil es gilt für viele Themenkomplexe, die uns beschäftigen. Bis hin zu den Themenkomplexen, mit denen ich mich derzeit, wie es der Bürgermeister vorhin ausgedrückt hat, auf einem Nebengleis, auf einem politischen befassen darf. Daraufhin habe ich gewagt, ihm zu widersprechen und ich habe gesagt, dass mein Verständnis, egal wohin ich gesetzt werde politisch, immer das eines Hauptgleises ist, weil man diese Verantwortung zu tragen hat, obwohl man sich so immer. Eine gute, eine klug gesetzte, eine wichtige Provokation. So gehen wir im Oberland miteinander um, meine Damen und Herren, und von daher.